Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir basteln heute, yay! Und zwar eine Karte, eine selbstschließende Karte. Und die hat mir so gut gefallen, dass ich sie gleich nochmal gebastelt habe, als es alles funktioniert hat. Ja, bei mir bekommen ja immer die, die was bei mir im Shop kaufen, so eine kleine Dankeskarte oder irgendwie sowas. Also zumindest eine kleine persönliche Mitteilung. Und deswegen habe ich hier gleich mit Danke vielmals bestempelt. Genau, die Karte ist selbstschließend. Das heißt, wir machen die auf und können die von innen noch so schön gestalten. Wir können super mit Restpapieren arbeiten. Und ich finde sie unfassbar schön. Die Falttechnik kennt ihr bestimmt alle, ne? Das ist so, wie wenn man so einen Karton zumacht. Im ersten Moment immer so ein bisschen kniffelig, aber wenn man es dann hat, super einfach. Total genial, lässt sich wirklich leicht machen. Und wie schon gesagt, man kann ganz, ganz toll Restpapiere, Restdesignpapiere verwenden. Da sind wir ja alle großer Freund von. Wir brauchen als erstes ein Stück Farbkarton in den Maßen von einem A4-Blatt. Also wir brauchen wirklich mal ein ganzes A4-Blatt, was ja auch mal ganz schön ist. Das Ganze falzen wir als erstes an der kurzen Seite einmal bei 5 cm. Dann drehen wir das Ganze einmal um, so dass wir es nochmal bei 5,5 cm falzen. Und dann geht es weiter auf der langen Seite. Einmal bei 9 cm. Und zu guter Letzt auch nochmal einmal drehen und bei 5,8 cm. Siehst du wohl, das war es schon mit dem Falzen. Damit sich gleich so richtig schön unsere Bobbellinie zeigt, einmal alle Linien nachfalten und am besten mit einem Falzmesser oder Falzbein, Lineal, irgendwie sowas, einmal über die Falzungen gehen. Ist jetzt ja auch nicht so aufwendig, sind ja nur 4 Stück. Das Ganze sieht jetzt gefaltet eben so aus und diese 4 Eckenteile hier schneiden wir jetzt einmal raus. Am besten so schneiden, dass ihr direkt die Falzlinie auch mit raus habt. Sieht einfach im Nachhinein viel, viel schöner gearbeitet aus. Also wirklich einmal rechts an der Falz vorbei und links an der Falz vorbei, so dass wir eine schöne, saubere Kante haben. Und das Ganze machen wir jetzt auch nochmal bei den anderen 3 Ecken. So dass das Ganze jetzt fertig so ausgeschnitten aussieht bei euch. Und für die Mitte habe ich mir einfach einen Aufleger zurechtgeschnitten. Die Maße kann ich euch unten in die Infobox setzen. Aber da hat ja auch jeder immer so ein bisschen so seinen Zuschnittmaß. Also manche nehmen ja nur 5 mm kleiner, andere nur 3. Das ist ja bei jedem immer anders. Genau, das ist also für die Mitte, damit man eben hier nochmal so einen netten Gruß draufschreiben kann. Und weil ich es total doof finde, wenn diese spitzen Kanten oder Ecken ganz schnell nicht mehr so schön aussehen, gibt es dann ein ganz tolles Hilfsmittel. Einfach abrunden. Nehmt euch einfach einen Eckenstanzer und rundet die Ecken einfach ab. Das sieht dann einfach viel, viel schöner aus. Auch nach dem zweiten, dritten, vierten Mal öffnen habt ihr immer noch tolle Ecken. Genau, deswegen mache ich das noch einmal, bevor ich mein Designpapier nämlich jetzt aufklebe, weil das Ganze so zugeschnitten ist, dass ich auch hier noch schön die eine Seite immer direkt abrunden kann. Ihr seht schon, die Farbwahl ist heute grün. Fand ich mal ganz schön. Mit Grün basteln wir ja eher selten. Oder ich zumindest. Und deswegen dachte ich, das passt wirklich mal sehr, sehr gut. So, ich werde jetzt einmal die ganze Karte hier mit Designpapier bekleben. Von außen wie auch von innen. So dass wir ganz viel Restdesignpapier auch mal loswerden.
Und fertig dekoriert ist das ja wirklich schon ein Schmuckstück, oder? Ich finde das so toll, wenn man so verschiedene Farben miteinander kombiniert. Und jetzt kann man das Ganze eben schon mal beschreiben, wenn man möchte, mit einem netten Gruß oder vielleicht auch noch mal einen Sticker irgendwo hinkleben oder mit Stempeln arbeiten. Wenn man dann eben fertig ist, dann wird das Ganze gefaltet. Beim ersten Mal ist das noch so ein bisschen frickelig, gar keine Frage. Ich muss auch immer erst mal überlegen. Aber umso öfter man das gemacht hat, umso leichter geht es. Und gerade wenn das Papier noch nicht ganz trocken ist vom Kleber, dann ist es ein bisschen wabbelig noch alles, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Und da das Ganze ja auch wieder eine Dankeskarte werden soll, habe ich auch direkt schon mal zwei Stempelkarten hier fertig gemacht. Die habe ich eben nochmal abgesetzt. Das fand ich nämlich ganz witzig, wenn man da so ja, in sich nochmal verschiedene Farben nutzt. Und für den, der sich jetzt fragt, was ich hier eigentlich benutze, das sind so 3D-Klebepunkte. Die finde ich irgendwie ganz cool. So, dann kommt hier nämlich das Danke hin. Und zum Danke kommt noch ein kleines Blümchen. Und so schnell haben wir doch lange keine Karte mehr gemacht, oder? Eine Karte, die auch noch diesen gewissen Wow-Effekt hat. Also jetzt nicht einfach nur zum Aufklappen ist und dann ist da nicht irgendwie ein Mechanismus bei. Ich mag ja einfach Karten, die immer noch so ein bisschen das Besondere extra haben. Hier haben wir eben dieses Selbstschließende, was natürlich auch super angepasst werden kann auf das jeweilige Geschenk, auf die Deko, wie man das auch immer machen möchte. Und ich finde sie einfach stylisch. Also ich muss es echt sagen, ich finde sie ultra stylisch. Ich finde die einfach schön. Also wirklich, ihr merkt schon, ich bin total begeistert. Und ich hoffe, dass sie euch genauso gut gefällt wie mir, weil ich sie wirklich, wirklich toll finde. Und ich freue mich schon, wenn ich die irgendwann mal mitschicken darf. Genauso wie die Alice-Box von letzter Woche. Da haben wir ja so eine Buchbox gebastelt. Die Alice-Box, die ist auch schon wieder weg. Die ist mit dem letzten Journal ausgezogen. Genau, jetzt kann ich nur noch hoffen, dass ihr genauso Lust habt, diese Karte zu basteln. Ich freue mich immer auf eure Kommentare, auf eure Fotos, auf die Verlinkung. Das ist immer wieder cool. Ich freue mich jedes Mal und ja, finde es immer sehr spannend, wie ihr das so umsetzt. Also jeder hat ja so seine Farbliebe. Also der eine bastelt eher Vintage, der andere lieber mit sehr frühlingshaft und ja, ihr wisst, was ich meine. Genau. Ich kann jetzt nur sagen, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Denkt dran, bleibt schön gesund. Und dann sehen wir uns am Donnerstag zu einem neuen Video wieder. Tschüss, ihr Lieben.